Ja, Leute, herzlich willkommen zur neuen Waffenreview auf NGV Timo. Und heute geht es um die Field Shovel X-Miss. Viel Spaß beim Review. Gut, beginnen wir zuerst mit dem Aussehen. Zum Aussehen muss ich sagen, ich habe schon viele Meinungen darüber gehört, über die Field Shovel X-Miss. Manche sagen, sie finden sie hammergeil, also vom Aussehen her, und manche nicht so gut. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Ich finde, also sozusagen die Schaufel selber, also dieser Metallteil oben, der ist richtig gut gemacht worden mit diesem roten Hintergrund und den weiß-grauen Schneeflocken. Der Griff hingegen gefällt mir nicht, weil es so abgehackt aussieht. Da der grüne, rote Teil, da fehlt mir irgend so ein Übergang. Das ist irgendwie so draufgeklatscht. Ja, naja, das ist so Meinung dazu. Könnt ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben. Power hat sich jetzt schon mal in Field Shovel nichts verändert. Wir haben weiterhin zwei Slasher auf den Kopf. Das sind jeweils 90 Damage pro Slash. Auf den Körper brauchen wir auch zwei Slasher. Das sind 54 Damage pro Slash. Und auf die Füße brauchen wir drei Slasher. Das sind 36 Damage pro Slash. Ja, im Rechtsklick haben wir überall One-Hit, also sowohl Kopf als auch Körper als auch Füße. Deswegen ist die Field Shovel allgemein eine Waffe, mit der man eher rechtsklicken sollte. Halt nicht nur auch wegen der Power, sondern auch, weil zumindest ich persönlich komme mit dem Rechtsklick viel besser klar als mit dem Slash von der Schaufel. Also das Schaufel-Slashen ist für mich sogar relativ schwer, deswegen nutze ich fast nur den Rechtsklick. Zur Range. Range von der Schaufel ist ziemlich gut, also das kennt man ja sicherlich schon, dass man denkt, also man denkt, war ja Field Shovel oft, man ist außer Reichweite. Und dann kriegt die Schaufel einen aber doch noch irgendwie. Die Range, die ist, ich finde, ziemlich schwer berechenbar. Also sie ist wirklich ziemlich gut, die Range. Auch so von links nach rechts her. Die Range ist ziemlich gut. Gewicht, Field Shovel würde ich sagen, gehört zu einem der eher leichteren Knives. Zwar ist die Combat-Axt auf jeden Fall leichter, aber zum Beispiel das Kukri oder auch der Katana sind schwerer. Also so ein Mittelding, was aber eher in schwerere hintendiert. Aber trotzdem relativ leicht dafür, was wir für eine Power und so weiter haben. Also Gewicht ist auf jeden Fall nicht drüber zu meckern. Ja, gut, dann. Wie bekommt man sie? Ganz einfach. Über das Holiday bzw. Xmas Crate 2012. Das ist Limited Time. Sprich, falls ihr dieses Video jetzt seht und der Xmas Patch ist nicht mehr da, ist die Chance, dass ihr die Schaufel noch nochmal bekommen könnt, ziemlich gering. Entweder wird sie noch, warum auch immer, durch ein Event kommen oder. Wir haben halt, oder sie kommt halt nächstes Jahr oder so nochmal in den Crate, das wissen wir ja nicht, aber sonst könnt ihr sie eigentlich nicht mehr bekommen. Oder halt jetzt halt noch kurz diesen Monat. Ja, was ich noch Besonderes sagen wollte, das wird euch auch in meinem Let's Spin Part 8 auffallen, dass man die Field Shovel X-Miss wirklich fast jedes Crate gefühlt verpasst. Also richtig oft, die wird richtig oft verpasst, aber nie gewonnen. Also das wird euch auch noch in dem, das werdet ihr spätestens in meinem Let's Spin Part sehen. Naja, gut, dann sage ich Dankeschön an Pave-Spux, vielen Dank, dass ich deinen Account zum Reviewen benutzen durfte. Sehr nett von dir. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.